Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream. Ja. Schön, dass ihr da seid. So. Was liegt heute an? Aufnahme natürlich, aber... Ach, fangen wir einfach an. Mir fällt schon irgendwas ein. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Let's Play WoW. Bevor wir hier mit dieser Quest weitermachen, würde ich tatsächlich gerne mal zurück nach Sturmwind gehen. Weil ich kann uns so nicht mehr ansehen. Wir brauchen mal ein bisschen ordentliches Transmog. So, dann machen wir zum Transmogmeister. Ach ja, und ich habe mir jetzt mal wegen der Quest mal was angeschaut. Also, wenn wir zurück sind, sollten wir das hinbekommen. So, ich habe die Aufnahme jetzt mal ein bisschen pausiert. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Wir haben noch keine vervollständigten Sets. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir da so machen können.
auf was wollen wir? Hm. Ja, mal gucken, ne? Ah, danke. Danke fürs Erinnern, Aslan. Schön, dass du da bist und danke fürs Erinnern. Dankeschön. Gucken, was haben wir denn hier? Was weiß, könnte eigentlich passen. Haben wir irgendwas hochwertig Weißes? Ja, das ist schon der Beste. Es gibt wirklich nicht viele Sachen, die gut aussehen bei Worgen. Aber ein Hut passt eigentlich immer. Sieht nicht gut aus für Schultern. Ne, dann lassen wir Schultern frei. Ja, passt eigentlich. Brauchen wir noch einen weiß, relativ weißen Gürtel. Der. Ja, ich glaube, der passt besser aus, oder? Dö. So. Ich Hosen. Schuhe sieht man ja eigentlich auch nicht wirklich, ne? Kann man eigentlich aus. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Haben wir irgendwas Weißes? Titanenblitz. Ja, das passt. Der weiße Hunter. Nee, Mann, wie soll ich das jetzt nennen? So. So, da sind wir wieder. So sehen wir jetzt aus. Sieht gut aus. Gut. Dann können wir uns jetzt auf den Rückweg machen. Ah, ich glaube, ich habe
Ich habe ja versprochen, dass wir uns mal jetzt, den Handelsposten hier angucken. Gehen wir mal. Achso, ich bin ja schon runter. Ist definitiv weniger los als vorher. Seid gegrüßt! Ich würde gerne sehen, was ihr diesen Monat im Angebot habt. Das hier ist so der Shop. Und hier kann man sich halt. So würde ich halt mit dieser Robe aussehen. Sieht halt scheiße aus. Wenn wir halt aussehen wie ein Pirat. Kommt bald wieder. Wir sind alle Freunde hier. Die stellen die Dinger hier auch aus. Sieht gut aus. Ich freue mich auf unseren Handel. Komm. Polizei Brandenburg bietet dir über 100 Einsatzbereiche. Ja. Greifen die Sicherheitskurz oder Kriminalpolizei. Sichere Oh, wir haben nochmal 300 bekommen, lol. Für die Einstellung zum 1. April 2023. Euer Besuch ehrt mich. Und komm ins Team der Polizei Brandenburg. Jetzt gleich klicken und informieren. Auf bald mal wieder. Nee, wie waren das jetzt so? Abenteuerführer. Genau. Kann ich hier nicht noch irgendwelche Dinge abholen? Anscheinend nicht. Jetzt. Dann wollen wir mal nicht so viel Zeit in Sturmwind verschwenden. Und direkt wieder nach Nordend zurück. So. Abenteuer von Norton, ah. Über da ran, wir müssen. So, weg. Ist auch egal. Irk. Wir sind stuck, oder? Was soll denn hier noch, ne? Seid gegrüßt. Dann bring mich mal bitte hier hin. Viel Glück. Dankeschön. Und dann wollen wir eigentlich direkt noch weitermachen mit Trolljagd. Ja, leider werden wir diesen Gebiet wahrscheinlich niemals questen. Weil die haben die einfach dafür nicht reingepackt. Eieieiei.
Sind wir jetzt von hier nach hier geflogen, um dann. Statt mal das Söderak. Also die Flugrouten in Lich King, also auch mehr so ein Rätsel. Aber gut. Hier und dann hier. So sollte der Weg eigentlich sein, so. Ach Mensch. Wir schaffen das schon. So, wir sind jetzt gleich da. Hoffentlich machen die jetzt nicht zu großen Umweg. So. Und wir gehen direkt hin zu dem Typen da wieder. Wir ignorieren das, die Pflanze jetzt erstmal fürs Erste. Muss mehr aufpassen. Die nächsten paar Folgen werden jetzt ein bisschen kürzer. Was ist denn das Camp? So. Hier muss doch irgendwo das Camp sein. Oder spinne ich komplett? Okay. Genau da. Hier wollten wir hin. Um mit schönen guten Tag was zu reden. Und hier ist jetzt die Leiste dann auch. Und darauf haben wir dann halt letztens nicht geachtet. So. Perfekt. Der 3, das war's dann schon.
Mehr hätten wir nicht machen brauchen. Hallo? Okay. So, wie haben wir denn jetzt noch? Hallo. Gut gemacht, Jäger. Sieht so aus, als ob wir Wood noch ein wenig länger behalten werden. Euer Käfig wird wirklich abgeholt. Hier ist euer Anteil in der Belohnung. Oh ja, sieht nicht schlecht aus, ne? Oh, und willkommen im Lager. Bleibt ruhig. Ich bin mir sicher, dass wir eine Verwendung für euch finden. Seid vorsichtig. Kommt und holt den Voodoo. Pass auf, Mann. Du bist ein Worge und Daraku hat mehr von euren Köpfen geschrumpft, als er sich erinnern kann. Selbst wenn ich mich daran erinnern könnte, soweit ich könnte, ich gar nicht zählen. Du hast Glück gehabt, dass ich in dieser Käfig gefangen bin. Oder ich würde dir die Liste glatt noch hinzufügen. Aber das ist, wie es ist. Wie wär's, wenn wir unseren kleinen Meinungsverschiedenheiten kurz zur Seite schieben? Hm? Der Okai weiß Dinge, Mann. Die Dinge, die dir bei deiner Anstrengung helfen können. Da ritzt seine Handfläche an einem seiner Kauer ein und steckt seine Hand durch die Käfigstäbe. Also, was machst, sagst du, Mann? Waffenstillstand? Pass auf. Mann sieht sich. Was habt ihr im Kopf? Ein Birner. Grüße, Mann. Schildrak hat's ausgestreckte Hand. Mögen die Geister mit euch sein. Seid vorsichtig. So, nun sind wir durch Blut verbunden, eine echte Verbindung, die wir da haben. Hört Raka gut zu, Worge, es gibt viel zu tun. Haltet euch vom Voodoo fern. Mal hübsch eins nach dem anderen, Mann. Zuerst muss noch ein wenig Vorarbeit geleistet werden. Keine Ahnung, wie lange die mich hier behalten, aber du brauchst ein mächtiges Elixier, damit wir in Kontakt bleiben können. So ein Glück, dass mir da gerade das Richtige einfällt und die Zutaten finden sich alle in der Nähe. Ich brauche eine Fiole von dem hübschen kleinen Trollmädchen da drüben. Ein bisschen Wassergras aus dem See im Norden. Der aber Dünstblätter, die um das Lager rum zu finden sind. Beeil dich mal, bevor sie mich weg davon schleppen. Mögen die Geister mit euch sein. Ja, Hallo, Mann. Wer ihr seid denn? Haltet euch vom Voodoo fern. Okay, machen wir. Für die Einstellung zum 1. April 2023. Finde deinen persönlichen Karriereweg. Holen wir mal den ganzen Shit. Jetzt gleich klicken und informieren. Ja. Halte dich vom Voodoo fern. Also Spotify, das ist schon nicht geil. Wollte die gar nicht alle töten, aber... Aber anscheinend lassen die mir alle keine Wahl. So. Jetzt müssen wir eine Fiole kaufen.
Nachdem wir uns das hier geholt haben. Man dürfte sich, man darf ja sich noch gönnen. So, Trollmädchen. Wer ihr sein denn? Über deine Fiola? Später. Ganz ruhig. Hast du den Kram, Mann? Haltet euch vom Voodoo fern. Draco nimmt die Zutaten und verbindet sie geschickt in der Fiola. So viel dazu, Mann. Jetzt aber an die Arbeit. Mann sieht sich. Da gibt's ein legendäres Set von Artefakten, seit tausenden von Jahren verloren. Hergestellt, um die Feste Draktor undurchdringlich zu machen. Viele halten es für einen Mythos, aber Darok weiß es besser, Mann. Ich war kurz davor herauszufinden, wo eins ist, aber dann wird ich gefangen. Während ich aber war, die Hieroglyphen zu deuten. Geh in Südwesten und benutze dieses Elixier. Hole Becken in der Ruine von Drak, damit ich die Deckung am Ende bringen kann. Um meine Seele dort zu beschwören, gehört in dem. Ist ein bisschen ein gefrorenes Mutsche. Ich hasse es, meine Brüder fallen zu sehen, aber es ist ja dafür eine gute Sache. Seid vorsichtig, Mann. Oh, Junge. Redet mit mir. Uff. Mir tut es im Herzen weh, diese unglücklichen, glückseligen Trolle einzuwickeln, doch nicht so sehr, wie es meinen Schrücken wehtut. Hilf mir, alten Prigmon, und bringt der Leiche rüber zum Mack. Wenn wir sie nicht verbrennen, werden sie kürzer wieder auf herumlaufen. Später. Okay. Hey. Hortler. Bisschen Macker. Nicht das schöner als die Geisel brennen zu sehen. Jörgs, ich habe ein kleines Lied darüber geschrieben, wollte ich mal hören. Geht so. Schönen Tag auch. Muss dieses Like. Hallo. Na gut, mein Freund, setzt euch nun und trinkt mit deinem. Auf dann. Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie jetzt? Was kann ich für euch tun? Also. Muss seine Leiche verbrennen, bevor sie anfangen rumzuwandeln. Papa hat immer gesagt, das Einzige, was schlimmer ist, als eine Troll töten zu müssen, ist sie zweimal töten zu müssen. Sag mal, Hicks, wegen der Geisel, wir kommen nicht in die Trollfestung im Norden, bis diese Trolle ein bisschen weniger geworden sind. Wie wär's, wenn ihr was von meinem Grog hier nehmt und die Bastarde von ihrem Leiter löst? Auf dann! Oh yes, Leichen verbrennen! Oh, Jungs. Grüße, Mann. Sag, wo du gerade hier bist. Was hältst du davon, dem alten Pyroman bei einer kleinen Arbeit zu helfen? Hab einen Freund, der fiese Eintopf macht. So einen hast du noch nie gesehen. Gibt ein paar Zutaten, die man hier dagegen finden kann, um die er braucht. Sind in der Ruine von Südwestig gleich nördlich von hier. Was sagst du damit zu meinen? Man sieht sich. Oh. Bruder, was? Nun gut. Dann. Auf geht's.
So, wie war denn das jetzt? Ah. Komm, Mann, Alter. Nee, das auch nicht. Vielleicht so? Ich verstehe es nicht. Ich hab doch keine Ahnung an der Stelle, Mann. Achso, egal. Ach ja, lol. Ja, gut. Ah, was brauchen wir jetzt noch? Plötzlich war er unsichtbar. Okay, dann müssen wir jetzt nach hier unten. Da haben wir jetzt drin ein bisschen Gold und ein bisschen von denen hier zu wissen. Ja, sehen jetzt nicht schlecht aus, ne? Okay, es reicht. Es reicht.
So. Jetzt sollte es keine nervigen Werbeunterbrechungen mehr geben. Ist aber dennoch noch ein bisschen laut. Naja, ist hoffentlich jetzt besser. So, was brauchen wir denn? So. So, dann brauchen wir noch eigentlich einen. Ich habe auch schon gefunden, aber. Und verdammt, dass du jetzt so mehr auf den Keks gehen musst. Tja. Passiert. Können wir, denke ich, die andere gleich. Ich denke auch gleich hier fertig machen. So, die müssen wir töten, ne? Okay. Wie braucht er? Fünf, okay. Ich glaube, Krieger, die haben die nicht. Schaman aber anscheinend auch nicht.
Hi. Perfekt. So. Jetzt sollen wir hier hoch, was für next hier? Ah. Was habt ihr im Kopf? Ah, gut gemacht. Man kann die Hieroglyphen auf den Mauern von hier geradeaus hier gut aussehen. Mögen die Geister. Ich hab's, Mann. Im Norden auf der Ziggurat Hepzibah Kalak gibt's einen Steinkopf mit Rubinaugen 1. Davon ist das Auge der Prophet. Bringt zu den Kulfern dort und trinkt mein Elixier. In meinem Elixier wirst du wieder einmal etwas Mojo benötigen, dieses Mal von den Kriegsherren von Simbo. Ist nicht schön, Simbo zu töten, aber er hat einen Mojo geleistet, Draktor zu verteidigen, um. Und er hat versagt. Jetzt wird zumindest sein Mojo helfen, der Rack zu zurückerobern. Seid vorsichtig, Mann. Jo. Machen wir. So, die gibt's da auch. Ja, dann machen wir hier gleich mal die Eisschlange fertig. Komm, noch mal ein bisschen. So, hier noch ein bisschen Leder. Da noch ein bisschen Leder. So, komm. Perfekt. So, jetzt dürfen wir uns dem widmen. Wir müssen irgendeinen Typen töten vorher. Wenn wir da gleich mal in der Nähe sind, können wir dann eigentlich danach auch die paar Geiseln töten. Wait, das ging falsch. Ein paar von den Geiseln. Ey, das wird nicht besser. Egal wie stark ich versuche, das zu verbessern. Komm.
Todessprecher. Symbos. Ist denn hier Symbo? Kriegsherr-Symbo, genau. Doch schon. Symbo kann nicht aufgehalten werden. Symbo der Haut. Von einem der unseren verraten. Welch eine Schande. Ja, passiert halt näher. Es passiert halt. Was wollte der Carsten? Feuerball. Also ich weiß ja nicht, was der... Shit. Gut, dann... Auf jeden Durst. Kommt und holt den Voodoo. Ah, shit. Man sieht sich. Hoffentlich verschwindet er jetzt nicht. Hast du das Auge des Propheten, Mann? Das ist es. Und er ist sogar noch wertvoller. Ich hoffe, das bringt sicher mehr Leuten Hoffnung in diesen dunklen Zeiten. Jetzt muss keine Zeit verlieren. Lass mal gucken, wo das nächste Artefakt versteckt ist. Mann. Das Geheimnis des Zeitalters offenbar euch mir jetzt. Scheint durch das Auge der Propheten. Ah, glorreich ist meine Zukunft, Hidre. Du hast Glück, mich zu kennen. Da ich sehe es, Mann. Das Herz des Uralten, des Wahren. Zu einfach. Findest das Herz in der Nähe von der Goblin-Leiche östlich von hier. Sie ist oben in einer Kammer in der Nähe eines Flusses aus zerbrochenen Bäumen. Beeil dich, bevor es jemand anderes findet. Haltet euch vom Voodoo fern. Gerne. Gerne und mit vielen Dank werde ich das machen. Aber vorher... Mischen wir hier ein bisschen... Geiseln umbringen. Lol. Oh. So. Jetzt können wir uns von hier verpissen. Ja, darum ist Soldraken. Da müssen wir auch als nächstes hin, wenn wir hier fertig sind, oder? Kesselhügel, Soldraken, genau. Yeet. Ah ja. Scharfscharmützler von... Ah ja.
Das habt ihr davon, wenn ihr Horde seid. Dies ist unglücklich. Dieser unglückliche Golden hat anscheinend Platz während der Ausgrabung in den Gegend aus der Erde geholt. Er hatte eindeutig keine Ahnung, was er dort gefunden hat. Ihr kommt zu dem Schluss, dass es während des Chaos damals übersehen wurde. Eure Stimme erfüllt euren Geist. Hey Mann, das Auge der Professorin ist der Wahnsinn. Ich habe es benutzt, um dich zu beachten. Und ich sehe, du hast das Herz. Nein, nicht schlecht. Jetzt musst du zu meinem Podest bei der Phase von Draktal bringen. Kleines Stück östlich von hier. Auf dem Sockel, da müsste, man müsste dort ein Exil trinken, um mich zu beschweren. Dieses Mal musst du ein bisschen verzweifelt von der Verteidigern der Einheimischen, damit es klappt. Okay. So, wie sieht's denn aus? Perfekt. Wir fangen haben wir jetzt schon 4. Weiter geht's. Ui. Oh, das sind die ganzen Daten. So. Dann machen wir mal weiter mit unserer Mörder-Himbo-Aktion hier. Lol. Bin ich in der Kamera verkehrt? So. Wie viel brauchen wir? 5 verzweifelt jetzt, okay. Oh Lord! Oh Jesus! Da haben wir uns, Ticken zu viel aufgesetzt. Ja gut, ne? Ja. Sind wir mal ein bisschen selbst schuld, ne?
Jo. Hallo, warum greift er denn nichts mehr an? Komisch. Oh, da werde ich gerade angegriffen. Perfekt. So. Grüße, Mann. Beeindruckt, Mann, gütig vom Schicksal, dass es uns zusammengebracht hat. Bald säuber ich Traktoren und nehme Rache für meine Brüder. Und du kriegst Traktorens größten Schatz als Belohnung. Mögen die Geister. Platziert das Auge des Propheten über seine Augenbraue, das Herz von Noah auf seiner Brust. Wir sind nah, Mann. Wir sind sehr nah. Wir müssen noch die Tafel der Drakiri finden. Niemand weiß, wie alt sie oder was auf ihnen geschrieben steht. Aber mit Hilfe des Auges und Herzens kann ich sie lesen. Sie befinden sich in tiefen Krypten Drakjin, westlich von hier. Besorgt dass ihr das heilige Mochi von den Orakeln und Beschützern, nachdem du die Tafeln beschwör mich. Sie sollte stolz sein, dafür sterben zu dürfen. Seid vorsichtig, Mann. Oh, der Bruder schickt uns aber auch durch die ganze Kante, ne? Was ist das hier? Oh. Hey, hey, hey. Und Twitter Bergarbeiter, sind das für eine Horde? Ich glaube nicht. Ah, hier sind wir wieder. So. So. Wir sind gleich da. Dann gib mir mal bitte deinen. Wie viel ist 5? Ja. Ja. The fuck? Wow. Eigentlich bei diesem Playlist. Perfect Ten. Perfect Ten.
So, ich dürfte gerne mal ein bisschen mehr. Ne. Ich bekomme hier gar kein Mojo mehr. Was ein Unglück, Alter. Sag mal. Was sind die Dropchancen? 2%? Ich schwöre bei Gott, Alter. Dropchancen sind weniger als 10. Wäre schon schön, wenn ich mal mehr als 2 bekomme. Könntet ihr? Ne, wir haben noch 4. So, jetzt haben wir 5. Meine Güte. Schon interessant, dass sie hier alle so non-aggressiv sind. Ungewöhnlich. Braucht ihr etwas? Dann. Harrison Jones. Ohne Quelle, Lagerhaus, Vorladung. Auf dann. So, wohin jetzt? Ah. Müssen wir irgendwie rauskommen. Wie geht's denn so? Gut, dich zu sehen, Hidre. Hast du die Tafel gefunden? Mann, sieht's. Wir haben es vollbracht, Hidre.
Wir haben alle Komponenten, die wir brauchen, um das Deutungsritual durchzuführen. Mögen die Geister mit euch sein. Seid vorsichtig, Mann. Okay. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht machen, oder? Ja. Genau. Jetzt können wir zurückgehen. Ja, wir fliegen aber den. Also wir fliegen, wir laufen jetzt nicht, wir fliegen jetzt nicht ein ganzes Stück. Wir machen hier mit einem Flugzeug und dann. Wäre dumm, wenn wir das anders machen würden. So. Das Licht sei mit euch. Ein Ticket bitte nach Amatanhütte. So. Ja. Wir sind jetzt fast durch mit dieser Questreihe. Also nicht komplett, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja. Bei wie vielen Folgen sind wir denn jetzt? 2, 6. Du bist jetzt gerade die 6. die ich aufnehme. Wir wissen. So. Dann geht's jetzt mal nach da. Viecher. Aber wenigstens ist das Leder ganz gut. Ja gut. Und wir sind da. Super. Hallo. Die angesenkte Geisel. Schönen Tag auch. Gut gemacht. Mack lacht seine
eine Weile hysterisch. Oh, jetzt komm schon, das war lustig. Mögen eure Reisen sicher sein. Rettung 16. Man sieht sich. Nö. Wie geht's denn so, Mann? Hast du die Zutaten für ein altes Prigmon besorgt? Mögen die Geister mit euch sein. Oh Mann, Schimmer, Captain Eintopf, ich kann schon fast schmecken. Haltet euch vom Voodoo fern. Ah, so kann er zu meinem kleinen Freund. Akkor wird hin und wieder hin und weg sein, wenn er diese restlichen Zutaten sieht. Das Einzige, was es noch zu tun gibt, ist, sie zu ihm zu bringen. Er hat sein Lager an der östlichen Küste in der Nähe des Spuknenden von Dragjil. Wer hat sie genannt? Ihr werdet wahrscheinlich eher dort ankommen, weil ich mich um diese Leichen kümmern muss. Außerdem möchte euer Glück lieber beim Einbalsamieren versuchen. Mögen die Geister mit euch sein. Alter, später, das ist doch jetzt. Ist doch eine Verarsche, Mann. Also wir dürfen jetzt so, 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 dann wieder so, so. Ich liebe es. Ich liebe es. Nun gut. Gut, aber wir machen mal kurz 5 Minuten Pause. Ich muss mir 2 Minuten Pause machen. Dreams and the memories we've made. To see it crashing out the skies like a tidal wave down on me. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. Change up.
Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. So, da bin ich wieder. Machen wir weiter. So. Dann wollen wir mal. Ach ja. Oh ja. Verstehe zwar nicht, warum. Was dieser ganze Baum mit der Questreihe zu tun hat, hätten sie eigentlich in den eigenen machen können, aber gut. Hallo? Mögen die Reise. Dankeschön. Noch nicht. Oh ja. Aua. So, wir sind gleich da, dann müssen wir noch nach hier unten fliegen. Jäger kommt rein. Was ein bisschen laut, ne? Besser. Wie geht's? Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Mit euch. Was kann ich für euch tun? Seid auf der Hut. Nun, ich denke, gute alte Bring hat euch geschickt, nicht wahr? Das sollte genug für eine mächtige, leckeres Essen sein. Ich will nur noch ein paar Kleinigkeiten. Bleibt sauber. So, dann sind wir hiermit fertig an der Stelle. Dann wollen wir mal zurückfliegen.
Wo wollen wir denn jetzt, was wollen wir denn jetzt machen? Ah ja, jetzt, genau. Gerne. Leder, nö. Oh, ist aber noch beim Anlegen gebunden. Ah, perfekt. Nice. Ups, wir müssen in die Richtung. Abstieg in die Dunkelheit. Was ist das aber für eine Questreihe? Wow, doch ein Ticken länger als ich erwartet, aber. Oh, Junge. Ist das eigentlich immer noch eine. Genau. Die beiden sind noch Hauptstory-Quests. Ein Gebiet. Grüße. Ziehe den Ehrenmann. Ah. Achtet auf eure Deckung, Vorge. Nö. Glaub nicht, dass wir das tun. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Genau. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr da? Man sieht sich. Ich dachte schon, dass das mehr damit auf sich hat, als lediglich dieses Dorf voller Feinde. Wir haben ein paar Männer in der Nähe der Holstein. Ihnen vielleicht lohnt es sich ja, dort mal ein wenig umzusehen. Schönen Tag auch. Meldet euch bei Grian Stahlmantel schon wieder. Die Jungs vom Wester wurden nach Osten geschickt, um einen von den nördlichen Territorien zu finden. Ihr zweites Missionsziel ist die Sicherstellung der strategischen Ressourcen. Ich bin mir also sicher, dass es ihnen nichts ausmachen würde, die eine Mine zu untersuchen. Sucht nach dem Lager im Westfabrikade weit im Nordosten. Sucht an einen grünen Starkmantel. Werdet ihr euch vielleicht an ihn erinnern können, wenn ihr jemand schon wieder im Westfall gewesen seid. Sagt ihm auf jeden Fall, dass ich euch geschickt habe. Ich würde euch nur zu gerne erlauben, eine intakte Mine für den König in Besitz zu nehmen. Für die Allianz. Ich wehe, wenn es jetzt... Oh, Jungs, Alter. Alter Schwede. Braucht ihr etwas? Man sieht sie. Es kann doch nicht sein, ne? Aber wenigstens hat sich mein Ruf bei der Vororte-Allianz verbessert. Also das ist doch mal was.
Ach, Jungs, ey. Aber wir sind ja gleich da, dann können wir ja. Dann können wir ja gleich. Sturm des Morgens. Das ist meine Stunde. Hey, Süßer, ich bin wieder da. So. Seid gegrüßt. Meldet euch bei Grüren Starkmantel schon wieder. Für die Allianz. Drummond hat euch geschickt. Schön. Sehen wir einmal, was ihr für uns tun könnt. Seid vorsichtig. Ich wollte eigentlich ein paar unserer Jungs zu schicken, um nach den Hohlensteinminen zu sehen. Hatte aber noch keine Gelegenheit, alle Hände voll zu tun mit der Horde im Westen, den Eisenzwergen im Osten. Wenn allerdings Dunmond euch gesandt hat, kann ich euch wenigstens in die richtige Richtung schicken. Findet den Eingang zur Mine nicht weit von hier im Nordwesten. Versucht einzuschätzen, ob es sich lohnt, dort zu operieren. Wir können die zusätzlichen Nutzen auch gut gebrauchen, solange unsere Mine in Fernheit geschlossen ist. Für die Allianz. Ziehe den Ehrenfreund. Ja. Was ist los? Also. Ja. Was kann ich für euch tun? Petrov, ihr seid gekommen, um mir zu helfen, nicht wahr? Mögen eure Reise. Petrov wirkt zutiefst verstört, aber atmet schwer und lässt seine Blicke nervös über die Mine schweifen. Meine Kameraden, wir müssen ihre Seelen Frieden wehren. Ich töte sie und sie töten. Aber sie kommen einfach zurück. Erst hatte ich ja eine Idee, aber ich denke nicht, dass ich die Mutter selbst auszuführen. Vielleicht könnt ihr das für mich tun. Nehmt diese Laterne und verbrennt sie mit ihrem Öl die Leichen, damit sie nicht wieder aufstehen können. Ich beantworte eure Fragen später, hilft das meiner Freundin. Yay, Leichen verbrennen, let's go. Man hat es ja noch lange nicht mehr. Ja, wenigstens ist es recht einfach. Mensch, die Lächeln kommen ja heute richtig zu mir. Ja, weil du gerade dich dann angeboten hast. So, dann wollen wir ihm Bescheid geben. Hallo. Hallo. Guten Frieden, Freunde. Seid besorgt. Ich erzähle allen, dass wir niemals aufgegeben haben. Man sieht sich. Es hat funktioniert. Meine Kameraden können endlich ihre wohlverdiente Ruhe genießen.
wir die Bergleute von Hohensteinmine G bringen zu Ende. Wir geben niemals auf. Aus diesem Grund hat Argol an uns auch ein Exempel stattgefunden. Wir wollten uns nicht fügen. Müsst ihr wissen, wir wollten uns nicht seinen Wolfskult anschließen. Schönen Tag auch. Ah ja. Schon ein bisschen respektlos, mit dem Worge zu reden, ne? Aber gut, aber weil wir heute gute Laune hatten, weil wir wieder mal Leuchten verbrennen durften. Braucht ihr Hilfe? Seid vorsichtig. Verflucht soll unser Glück sein. Wir finden die einzige Mine auf dieser Seite der Hügel, die noch intakt ist, und sie ist voller Diener der Geister. Nichts für ungut, mein Freund. Doch es hört sich so an, als sei der Überlebende, den ihr gefunden habt, durch den Verlust seiner Freunde ein wenig verstört. Argo ist schon seit Jahren tot. Ich habe einst sogar sein Grab gesehen. Das Licht segne euch. Seid vorsichtig. Wunder die Bänderin. Kann ich euch helfen? Hey ihr, ich habe zufällig gehört, dass ihr da den Hauptmann erzählt habt. Wollte nur sagen, die Dinge sind nicht ganz so einfach in Ordnung. Nur weil jemand tot ist, heißt es nicht, dass er ganz verschwindet. Südwestlich von hier in der Nähe des Vordrasilpass lebt eine blinde Frau, die unter dem Namen Runa die Blinde bekannt ist. Man sagt, sie mit dem Toten spricht und Versionen aus der Vergangenheit und der Zukunft hat. Ich habe nicht alles aus eurem Gespräch mitbekommen, aber sonst könnte sie für euch ein Interesse sein. Seid vorsichtig. Jo, dann machen wir das mal. Ach Jungs. Ah, oh, gut. Dann können wir den Georg gleich mitnehmen. Wir müssen das hier irgendwie noch auf 75 bringen, bevor wir aus Norden raus sind. Wie das ist. So, ich weiß gar nicht, was da über mir kam. Nicht jetzt, Mutter. Nicht jetzt. Wie geht's? Euch verlangt es nach Wissen, das ihr nicht selbst erlangen könnt. Deswegen seid ihr jetzt zu mir gekommen. Ja, in gewissermaßen, doch muss ich euch warnen, Fremder. Womöglich wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Mädel, ich bin ein Worge. Ich hab gegen Dämonen sowie gegen die Geister gekämpft. Bitte, hau raus. Schönen Tag auch. Ich werde für euch meine Dienste kein Gold abnehmen, weil ich ahne, dass eure Taten notwendig sind. Davon abhängen, was ihr heute lernt. Ich werde jedoch darum bitten, ein Reagenz für mich zu besorgen. Bringt mir samtigen Staub von den fernen Pressermotten nordöstlich von hier. Tut das und ich werde euch einen Trank bereiten, der euch an den Ort und die Zeit erbringt, da die Geschehnisse stattfinden, die ihr gesehen haben müsst. Auf dann! Alter, wenn die jetzt kein bronzener Drache ist, dann heule ich, ne? Ach ja. So, hier sollen irgendwo Motten sein.
Also nicht, dass ich sehe. Ah doch. Oh, das kann doch jetzt nicht sein, Mann. Na, endlich. Einer. Sechs. Eine Folge schaffen wir noch. So. Komm. Nee, schade. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Kette, das ist Leder. Ach, hoffentlich können die drei dann ein bisschen mehr. Hallo. Drei haben mir einen Staub gegeben. Ich kotze im Strahl. Komm. Du würdest hier gleich dazu gepolt werden. So, wenn jetzt die nächste von euch am besten den Staub droppen könnte, wäre das nämlich Premium. Wow. Das war gruselig. Normalerweise hören die nicht so auf mich. Aber gut. So. Hallo. Habt ihr den Stopp bekommen hier? Mögen die Reisen sicher sein. Gut, das wird ausreichen. Im Handumdrehen werde ich den Trank fertig haben. Man sieht sich. Ihr sucht nach einer Version der Vergangenheit. Ihr seid ein weiser Walker. Ja, sagte man mir schon häufiger. Jedes Mal, wenn ich jemanden herkomme und etwas wissen möchte, dann wollen sie anscheinend immer nur die Zukunft erfahren. Wenn ihr mein Alter erreicht, dann erkennt ihr, dass es in den meisten Fällen einfach nützlich ist, die Vergangenheit zu blicken. Trinkt von diesem Trank und werft einen Blick in meine Kristallkugel. Lasst uns sehen, was wir herausfinden können. Schönen Tag auch. Ja, dann mal runter mit dem Zeug, ne? Hebt euch, Argal, die Macht des Lichtkönigs erbietet euch. Prinz Valar. Prinz Teldras. Ja, er wird unseren Ansprüchen perfekt entsprechen. Schickt ihn nach Julheim, wenn er so weit seid. Arthas wird nicht erfreut sein, wenn wir den Zeitpunkt zurückfallen. Ah ja. Er lebt. Schönen guten Tag. Habt ihr irgendwas aus der Vision erfahren können? Ihr habt Julheim erwähnt, während ihr euch in Trunks befandet. Das war das zweite Mal, dass jemand diesen Namen Ortes aussprach. Auf dann. Es gibt zwei Arten von Leuten auf dieser Welt. Diejenigen, die an den Zufall glauben und diejenigen, die es nicht tun. An dem Tag,
als ich mein Augenlicht verlor, wurde mir das Geschenk des Hellsehens zuteil. Ich nehme an, dass ihr erraten könnt, zu welcher Gruppe der Leute ich gehöre. Heute früh wurde mal eine junge Frau namens Sascha dieselbe Version erwehrt. Wie euch, ihr werdet mit ihr sprechen wollen. Findet sie direkt östlich von hier im Handelsposten Weißkiefer auf dem Weg nach Jülheim. Man sieht sich. Ja, dann auf dem Weg, Morne. Ja, dann wollen wir mal mit der Sascha reden. Schicksal und Zufall. Na gut. Braucht ihr etwas? Hallo? Ich habe mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Danke, dass ihr helfen konntet. Mögen die Reisen sicher sein. Okay. Auf dann. Diese Dinger, dieser Fluch. Er wirkt sich auf Silberwasser und Julem auswirken. Er verwandelt mein Volk in Bestien. Mein Vater hat versucht, sie zu wahren, doch stattdessen hörten sie alle lieber auf den Wolfsgott. Sie sind nun schon zu lange verwandelt. Es ist Zeit, sie auszuschalten, um ihr selbst willen. Schönen Tag auch. Man sieht sich. Meine Schwester ist hier irgendwo. Ich kriege dieses Monster einfach nicht zum Reden. Er kümmert sich anscheinend nicht um seine eigene Wohlergehen, aber ich habe da eine Idee. Ich kenne Antols Frau Tiana. Doch noch aus der Zeit, bevor der Wolfsgott ankam, sie war eine Pferdeausbilderin. Nehmt diese Betäubungspfeile, bringt sie lebendig zurück. Wir werden sie brauchen, wenn ein Druck mehr gegen Anantol haben wollen. Ich werde euch helfen, diese Person zu finden, die hinter all dem steckt, sobald wir meine Schwester haben. Schönen Tag auch. So. Entführung. Warum auch nicht an der Stelle, ne? Boah, was haben die in der Akku-Range, Alter? Oh Lord. Oh, the fuck. Ja, wie bekommen wir die jetzt weg? Ah. Töten wir die dann halt nochmal? Mein. Alle guten Dinge sind zwei, ne? Wird jetzt schon irgendwie klappen. Wenn wir keine unnötigen
Okay, ist nur der Wolf. Wo sind die langsam? Mann, ich laufe schneller. Okay. Kann ich euch helfen? Überraschung für euch. Abschauen, ihr werdet mir jetzt verraten, wo meine Schwester ist. Ich jage einen dieser Echtsilberkugeln durch ihre Vorhaut. Halt nicht schießen, tut Anna nichts. So. Okay, die Quest kann ich abgeben. Wo ist Anja? Oh Gott. Die Göre wird im Wolfsbau auf der anderen Seite des Berges gefangen gehalten. Sie sollte zu Argua gebracht werden. Können wir jetzt gehen? Da wäre noch etwas. Ich muss wissen, wo Argua ist. Vergib mir, Tanja. Nichts von dem, was hier. Okay, cool. So. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play WoW wieder. Bis denn, tschüss und auf Wiedersehen. So. Das war's dann aber auch von meiner Seite aus für heute. Wir sehen uns dann, im nächsten Stream wieder, denn, ne? Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.
Thank you.